Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 in den Blut- und Wein-Kapiteln. Und wir befinden uns gerade an einem Geschichtomat eines alten Wissenschaftlers, der versucht hat, seinen Sohn irgendwie zu retten. Was ist das? Sieht aus wie ein Kristall. Ist das ein Kristall? Megaskop-Kristall, jawohl. Die wollen wir nämlich auch finden und wir wollen uns auch gleichzeitig noch hier umschauen, Untersuchungen. Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. Wieso schwebt der dann noch? Keine Ahnung, wie das möglich ist. Und hier wurden Menschen ausgeblutet, warum auch immer das geschehen ist. So faszinierend Maschinen auch sind, wie bringe ich sie nur zum Laufen? Das ist immer die Frage. Haben Sie es schon mit Ein- und Ausschalten probiert? Herr Geralt, da ist noch Aufnehmen, da ist noch ein Buch. Ehrlich gesagt, ich will zuerst die Kristalldinger finden und natürlich auch... Rezept, Transmutator für kleines Muttergehen, blau und grün. Das gefällt einem auch immer sehr gut. Moro muss seinen Sohn da drin eingesperrt haben. Grausam. Hat er seinen Sohn hier gefangen? Ja doch, muss er ja. Der wollte ja seinen Sohn retten. Die Frage, also ganz ehrlich, bei sowas frage ich mich echt, ob Lydia ihn dann zurückgenommen hat. Das weiß man ja nicht so genau. Was bist du denn? Eine ganze Bibliothek. Die meisten Wälzer sind über Mutationen und Genetik. Hexermutationen, Forschungsgrundlagen. Bevor Hexermutationen erwogen oder erforscht werden, gilt es, sich mit der spezifischen Physiologie und Biochemie jeder Individuen zu befassen. Die Transformationen durch die Kräuterprobe sind irreversibel. Sie führen zu Unfruchtbarkeit, außerdem zu signifikant erhöhter Körperkraft und Sinnesschärfe. Die Mutationen bewirken ferner eine Abschwächung des menschlichen Affekts. Obwohl Informationen zur Kräuterprobe und den anderen Transformationen, denen die Adepten unterzogen werden, von den Hexermeistern streng bewacht werden, behauptet Ludovic Celestin von Banart, dass Proteine der grauen Skolopendromorphen, besser bekannt als weiße Witwen, die Basis der Hexermutagene konstituieren. Nachforschungen, die diese Theorie bestätigen, fehlen jedoch. Wenn man sich diese Worte mal schnell irgendwie zusammenreiben muss, wenn man das liest, ist ja nicht immer ganz so einfach. Was ist denn das? Fast glaube ich, wir kriegen hier Riesentausendfüßler hier hinten zufälligerweise. Ja, natürlich. Wollte ich gar nicht. Oh oh. Mama ist aufgewacht und nicht gerade gut gelaunt. Weiße Witwe. Großartig. Ich weiß nicht mehr, was die weiße Witwe ist. Irden, Quen, das ist gut. Ach ja, gut, dass wir nicht gespeichert haben. So, was hilft bei der? Habe ich vergessen. Axi? Quen, Irden. Ich weiß nicht mehr, was es war. Vielleicht Art? Okay. Weißt du was? Ich nehme Quen. Oder. Na, no, ich nehme mal Quen. Kann die paralysieren. Ich habe vergessen, womit. Ich habe jetzt nicht im besten Jahr geguckt. Lalalala. Gut. Ich wollte die Eier gar nicht nehmen. Ich glaube, wir müssen die Eier sowieso erstmal, ich weiß nicht, aufmachen, kochen, essen. Weiter geht's. Thank you.
dieselben Orte raus. So. Wieso gibt es ja so viele von denen? Da hinten. Das sieht doch sehr eierig aus. Optional, die Megascope-Kristalle. So, das haben wir. Können wir alles mitnehmen. Alles, was wir haben, haben die Tausendfüßler nicht. So, mal kurz gucken, was ist das da oben? Kommen wir da durch? Ich vermute mal das nicht. Hm? Hallo? Geralt, was machst du denn? So, da haben wir drei Kristalle. Wir brauchen immer noch einen Kristall. Vorher, also ich mache hier nichts, bevor wir nicht den einen Kristall haben, denn ich würde echt gerne wissen, also ich würde die Geschichte halt echt gerne kennen und ich habe dann ein bisschen Bammel, wenn wir jetzt diesen einen Kristall vielleicht übersehen, nehmen, können wir da auch machen. Da ist der eine Kristall. Okay, dann gucken wir uns gleich die ganze Geschichte mal an, nachdem wir hier nochmal kurz was weggeräumt haben. Was ist das? Untersuchen? Konservierte Organe. Hoffentlich wurden die Spender nicht gezwungen. Weiß man nie so genau. Mutagene, schön auch aufbewahrt. Lungengrube ist niemals verkehrt. Und hier ist ein Portal für den Ausgang. Okay. Muss ich jetzt noch nicht machen. Ich glaube, da kommen wir dann später raus. Was bist du denn? Benutzen. Jetzt gucken wir uns erstmal nochmal ganz kurz. Habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt, wir müssen uns leider nochmal ganz kurz die Geschichte angucken. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Ich gucke mir die nochmal in chronologischer Reihenfolge an. Beeil dich jetzt mal ein bisschen, Geralt. Wir haben keine Zeit. Juli 1102. Heute beginne ich mit der größten Aufgabe meines Lebens, die größer und wichtiger als alles ist, was ich bisher getan habe, da sie mich persönlich betrifft. Mich und meinen Sohn. Als ich vor 15 Jahren im Wald von einer Bestie angegriffen wurde, kam mir ein Hexer zu Hilfe und rettete mir das Leben. Ich wusste damals nicht, dass ich diese Rettung mit dem Verlust des Mitspracherechts für die Zukunft meines eigenen Sohnes bezahlen würde. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich es getan und wäre lieber gestorben, als den Hexern meinen einzigen Sohn zu überlassen. Aber so schwor ich an dem Tag, als Jerome mitgenommen wurde, bei meiner Ehre, meinen Sohn zurückzuholen. Heute, nach vielen Jahren der Forschung und Vorbereitung, habe ich immerhin ein Gerät entwickelt, mit dem ich Mutationen studieren kann. Wenn mir die Götter gewogen sind, finde ich einen Weg, besagte Mutationen rückgängig zu machen und Jerome ein normales Leben zu ermöglichen. Das Auspacken und Einsetzen dauert immer so lange. Ich wünschte, ich könnte das jetzt am Stück die ganze Zeit abspielen. Aber na gut, es geht schon weiter. Beobachtung 22. Obwohl toxische Substanzen im Überfluss verabreicht wurden, weitaus mehr als gewöhnlich, zeigte die Testperson keinerlei Anzeichen von Überdosierung. Ich gehe davon aus, dass dies eine Folge der Mutationen ist. Dies ist ein kleiner Erfolg. Durch diese Mutation sollte Jerome Vergiftungen besser vertragen. Wir wissen ja schon, dass seine Bemühungen zwecklos sind. Aber die Frage ist natürlich, wie? Oder durch was? Oder wieso? Nächster Kristall. Den dritten Eintrag kennen wir schon. Ah, Geralt, beeil dich mal ein bisschen. Beobachtung 30. Die Mutationen setzen nicht sofort ein. Erstaunlicherweise entwickeln sie sich auch nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg. Um eine Mutation abzuschließen, muss das entsprechende Mutagen vielmehr fortlaufend verabreicht werden. Die Testperson verträgt das nicht besonders gut. Aber ich habe einen Weg gefunden, wodurch die Mutationen weniger problematisch und invasiv verlaufen. Ich füge der Mutagenbasis das Albumin aus dem Ei eines mutierten Riesentausendfüßlers hinzu. In einem Glasterrarium gehalten, entwickeln sich die Eier nicht. Sie bleiben klein. Die Eier selbst sehen wunderbar aus. In mutierter Form leuchten sie wunderschön.
Hoffentlich verursacht das hinzugefügte Albumin keine größeren Nebenwirkungen. Aber das werden wir erst noch herausfinden. So, jetzt wieder ein neuer Eintrag. Nummer 4. Der gemächliche alte Mann legt die Kassette ein. Beobachtung 58. Manchmal führt Misserfolg doch zum Erfolg. Ich habe eine Methode entdeckt, bei der eine Art von Mutagen durch die Zugabe bestimmter Zutaten in eine andere transmutiert werden kann. Es ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Außerdem habe ich beobachtet, dass die heutige Mutagendosis die Testperson an die Schwelle des Todes gebracht hat. Plötzlich wachte er auf, war wiederbelebt, hatte frische Kräfte. In gewisser Hinsicht ist er von der Schwelle des Todes zurückgekehrt. Ob dies auf seine Mutationen zurückzuführen ist oder reiner Zufall war, lässt sich nicht feststellen. Ich muss weitere Experimente durchführen. Also der hat irgendwas rausgefunden, wodurch durch Mutagen erhalten. Juhu, Erfahrungspunkte 5 Stück. Wow, großzügig. Der hat irgendwas rausgefunden, erstens, dass sich Mutagene wechseln lassen von Rot auf Grün, von Grün auf Blau, irgendwie sowas, durch gewisse Zutaten. Das ist schon mal interessant. Und vor allen Dingen, er hat irgendwie bei seiner Testperson festgestellt, dass die nah an der Schwelle des Todes war und dann nochmal revived wurde. Das heißt, wir kriegen eventuell noch weitere Perks. Wir wissen es nicht. Nummer 5 kennen wir schon, deswegen... Ich habe genug gesehen. So, jetzt können wir gehen. Nummer 5 haben wir ja gestern schon gehört, dass es bei seinem Sohn nicht geklappt hat. Hallo, Mikrofon? Hört man das Geknarze vom Mikrofon? Muss man langsam mal einen neuen Mikroständer holen. Jetzt geht's wieder. So. Was? Skolopendromorphe, der einzige Trost im Exil. Ja klar, hört sich gut an. Skolopendromorphe, der einzige Trost im Exil. Ich habe teuer für meine Fehler bezahlt. Dieses Exil, die Sehnsucht nach den schönen Wüsten und Steppen Ophirs in diesem grässlich grünen Land mit seinen übertriebenen Gerüchen und Geschmäckern, von denen mir übel wird, füllt mein Herz mit Leid. Mein einziger Trost ist eine kleine Skolopendrin-Kolonie. Skolopendromorphen für die Freunde der Wissenschaft. Ich nenne sie Tausendfüßler. Sie leben in der Nähe meiner Hütte. Diese herrlichen Kreaturen erinnern mich an die Heimat. Gewiss haben sie sich hier angesiedelt, weil es hier Glumare gibt, von deren Kot sich kleinere Tiere ernähren, die wiederum von den Skolopendrin gefressen werden. Manchmal beobachte ich sie, wenn sie fressen. Ich bewundere ihre krummen Gliedmaßen, ihre prächtigen Kauwerkzeuge, die wie aus Eisen wirken, und ihre spiegelnden Chitinpanzer. Toller Mann. Aufnehmen, großes grünes Mutagen, das haben wir jetzt auch noch genommen. Jetzt wissen wir, was es ist, was wir da nehmen konnten. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ja, wir haben ja Eiersud. Kommt das dann hier rein? Ja, das Albumin kommt dann da rein. Und jetzt öffnet sich die Türe. Ich schwöre, es öffnet sich die Türe. Und machen wir jetzt einen Selbstversuch. Ist das eine gute Idee? Der Gerald kennt sich doch gar nicht aus. Sinnlos, in voller Montur zu gehen. Ich muss meine Rüstung und meine Waffen zurücklassen. Oh, muss ich mich jetzt wirklich manuell hier... Okay. So, machen wir uns nackig. Die Schwerter auf dem Rücken können bestimmt bleiben. Sinnlos, in voller Montur zu gehen. Die Schwerter auf dem Rücken kann wahrscheinlich nicht bleiben. So. Das muss aber reichen. Ich muss meine Rüstung und meine Waffen zurücklassen. Der Gerald weiß doch gar nicht, was die Maschine macht. Der kennt sich doch hier mit dem ganzen Kappes gar nicht aus. Warum macht er denn das? Ob die Mutagene an mir so funktionieren wie bei seinem Sohn? Nun, ich werde es herausfinden. Das wirkt sehr sicher.
Du hast das Mutationssystem freigeschaltet. Mutationen bedeuten neue Möglichkeiten, von denen normale Leute nur träumen können. Weitere Informationen findest du im Charakterfenster. Und genau deswegen wollte ich diese Quest machen. So, im Charakterfenster Mutationen haben wir jetzt hier unten. Drücke C, um das Mutationsfenster zu... Was ist das denn Schönes? Drücke C. So, Erforschung von Mutationen. Um Mutationen verwenden zu können, musst du sie zuerst erforschen. Wähle dazu eine der verfügbaren Mutationen aus. Hallo, ich habe noch gar nichts ausgewählt. Erforschung von Mutationen. Um Mutationen erfolgreich, musst du die erforderliche Anzahl von Fertigkeitenpunkten im Untergehen dafür aufwenden. Zwei Fertigkeiten. Oh Mann, ich habe neulich erst investiert, ich doofi. Tödlicher Konter. Schwertangriffe bewirken 25% mehr Schaden an menschlichen Gegnern, die immun gegen Konter sind und an Monstern. In allen anderen Fällen, bei denen die Vitalität des Angreifers geringer ist als 25%, lösen Konter automatisch einen finalen Hieb aus. Das wäre so schön. So, fortgeschrittene Mutation. Wähle eine der fortgeschrittenen Mutationen aus. Adrenalinrausch. Um fortgeschrittene Mutationen zu entwickeln, benötigst du zunächst Basismutationen. Informationen dazu findest du in der Beschreibung der jeweiligen Mutation. Anforderungen: schneidende Kälte und Blutbad braucht man dafür. Man sieht es auch an den Verbindungen. Adrenalinrausch. Gestattet Verwendung von Kampf und Zeichen. Erhöht zu Kampfbeginn die Schwertangriffskraft und Zeichenintensität 30 Sekunden lang für jeden Gegner nach dem ersten um 30%. So erhältst du zum Beispiel im Kampf gegen 11 Gegner einen Bonus von 300%. Nach dem Abklingen fällt die Schwertangriffskraft und Zeichenintensität für jeden Gegner nach dem ersten um 10%. Dauert 30 Sekunden. So, zweites Leben. Das, davon hat erzählt, glaube ich. Wenn die Vitalität 0 erreichst, wirst du vorübergehend unverwundbar, regenerierst 100% Vitalität. Der Effekt ist nur einmal alle 180 Sekunden verfügbar. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr praktisch. Einmal alle 180 Sekunden. 3 Minuten. Okay. Ich glaube, so lange kämpft man aber, glaube ich, nicht. Aber einmal könnte schon sehr sinnvoll sein, wenn man das einmal erreicht. A-Zeichen, schneidende Kälte, magische Sensibilität, Zeichen können kritische Treffer verursachen, lalala. Toxisches Blut, ich glaube, wir würden eher hier so, schneidende Kälte haben wir da nochmal. Blutbad, jeder tödliche Hieb mit einem Schwert zerstückelt den Gegner oder aktiviert finale Hiebe. Jeder Hieb mit einer Waffe im Nahkampf erhöht die Angriffskraft um 5%, maximal 250%, bis der Kampf beendet ist. Der Bonus geht verloren, wenn du Schaden erleidest, außer durch Toxizität. Katzenaugen, der Armbrustschaden ist jetzt von 0 auf 0 Punkte erhöht. Yeah! Weil wir keine Armbrust gerade haben, haben wir auch 0 Schaden. Metamorphose, werden kritische Effekte auf den Gegner angewendet, wird ein zufällig ausgewählter Absolut 120 Sekunden lang ohne Toxizitätskosten aktiv. So, gestärkte Synapsen. Erforsche Mutationen, um deine Fertigkeiten zu verbessern. Jede Stufe schaltet einen zusätzlichen Fertigkeitsplatz frei. Können wir momentan auch noch nicht machen. Wir haben leider 0 verfügbare Punkte. Wir haben leider alles... wir haben alles hier investiert. Ich hätte jetzt gut brauchen können, ehrlich gesagt. Großes rotes Mutagen hätten wir machen können. Da hätten wir hier direkt schon mal was... Oh, ärgerlich, ärgerlich. Wir werden damit leben müssen. So. Ach, schade, das ärgert mich gerade tatsächlich ein bisschen. Gut. Nehmen wir kurz die angesuppten Gegenstände wieder auf. Und dich nehme ich mit. Dich hatte ich gerade mit. Mal. Eigentlich können wir jetzt schon Kasus Förderes mitnehmen, auch wenn er noch nicht gesockelt ist. Plus 43. Schwertschaden um 10 erhöhen. Kann ich eigentlich schon mal machen. Und dann hat man das hier. Ich würde gerne natürlich auf... Ja, ich glaube auf das hier wechseln. Das wäre schön. So, da sind wir wieder. Und ich glaube, jetzt haben wir hier alles erlebt, was wir hier erleben können. Die Frage ist natürlich immer noch, wer war denn das, der uns hier die Show stehlen wollte? Ich hätte gerne denjenigen welchen gefunden, der, hätten wir dann in diesem Seil runtergehen müssen? Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Kennen wir ja. Verlasse Professor Moros. Lobotomor. Ich würde gerne wissen...
eine Sache bleibt noch herauszufinden. Wir haben jetzt die Abkürzung genommen. Kommen wir jetzt direkt ins Labor? Ich hoffe nicht. Ich will es nochmal austesten gerade. Denn wenn wir nicht direkt ins Labor kommen... Doch, wir kommen sofort ins Labor. Ach Mist. Ich hätte gerne herausgefunden, wer derjenige welche war, dieser, der uns da voraus war, dieser Grabräuber. Den hätte ich... Das hätte ich echt gerne herausgefunden. Ja, hier ist ein Portal, aber da kommen wir ja nun auch nicht mehr lang. Schade. Wir werden es nicht erfahren. Halt, haben wir den Zettel schon gelesen? Kann man nicht lesen, okay. Gut, naja, hallo? Ach, das war eine Bank, okay, habe ich gar nicht gesehen. Tja, schade. Schade, schade Schokolade, wir werden es nicht herausfinden. Ich bin sicher, also ich weiß, ich hätte jetzt ein Easter Egg erwartet, eigentlich so Indiana Jones mäßig hätte ich jetzt ein Easter Egg erwartet. Aber leider werden wir es wohl nicht herausfinden. Vielleicht kann man es auch irgendwie herausfinden. Wenn ihr da mehr Erfahrung habt, gerne in den Kommentaren Bescheid sagen. Wenn ihr da irgendwas selber gefunden habt oder vielleicht aus anderer Quelle Bescheid wisst, das täte mich mal interessieren, wer da der Übeltäter war, der uns zuvorgekommen ist oder zuvorkommen wollte. Okay, Wein ist heilig haben wir jetzt wieder natürlich und jetzt haben wir noch ein paar Nebenquests, das Hungerspiel, ach die Hunger Games, stimmt, besuche Corvo Bianco und finde heraus, wie es Marlene geht. Oh, der Hexer hatte beschlossen, den Wicht nicht zu töten, das war ein Glück, denn das Monster erwies sich als eine Frau namens Marlene, die vor langer Zeit mit einem schrecklichen Fluch belegt worden war. Diesen Fluch hatte der Hexer gebrochen und so erfuhr er Marlenes Geschichte. Der Fluch hatte die Frau schlimm leiden lassen, zu ewigem Hunger verdammt, der nicht zu stillen war. Geralt mit seinem großen Herzen brachte es nicht fertig, die Frau sich selbst zu überlassen. Er lud sie nach Corvo Bianco ein, jenem Weingut, das die Herzogin ihm zum Dank für seine Dienste gewährt hatte. Der Haushofmeister des Anwesens nahm Marlene unter seine Fittiche. Geralt beschloss, ein paar Tage später nach der geheilten Frau zu sehen. Das würde ich gerne noch abschließen. Plötze kommt natürlich aus dem Wasser. Natürlich. Wir stellen keine Fragen. Wir nicken Plötze einfach wissend zu. Der Bär lebt immer noch. Kampfmusik will, dass wir gegen den Bären kämpfen. Wir entscheiden uns anders. Kampfmusik will, dass wir gegen den Panzer kämpfen. Wir entscheiden uns anders. Wo reite ich eigentlich hin? Sag mal... Hä? Willst du mich verarschen? Wieso Corvo Bianco? Weiß das nächste Mal. Ich glaube, ich werde mal trotzdem mehr schnell reisen müssen. Ich will hier mit dem Pferd reiten, aber ich finde, diese Wegfindung ist hier viel schlimmer als im Hauptspiel. So, hier. Das ist ein Grabstein. Das ist kein Wegweiser. Also die Wegfindung hier, also die ist, also das ist, ja, die Quest-Wegfindung, die ist ganz furchtbar. So. Gut, dass ich da nicht geritten bin. Gefängnis von Toussaint. Da ist auch noch nicht erkundeter Ort. Und hier auch noch. Hier auch noch. Ruinen des Thermespalastes. Das heißt, wir werden... Und hier auch noch. Ruinen von Tesha Mutna. Da wollte ich eh noch rumgucken. Wir werden noch ein paar Fragezeichen machen. Aber jetzt erstmal reisen wir zu unserem Weingut. Und dann hoffe ich, dass wir nicht nachts ankommen. Ansonsten ist auch egal. Ich kann da nochmal kurz auffrischen. Tränke auffrischen und sowas. Haben wir auch wieder ein paar verbraucht, glaube ich. Ah, es ist Tag. Jetzt bin ich gespannt, wie es Marlene geht und vor allen Dingen, wie es sich abschließen wird. Wie sich diese Geschichte abschließen wird. Das ist eine Bäuerin, das ist nicht Marlene. Ob sie immer noch die alte Frau ist, die wir gesehen haben oder ob sie sich inzwischen regeneriert hat oder... Ich glaube nicht, dass sie sich verjüngt hat. Nein, da ist die Marlene. Also viel gesünder sieht die auch nicht aus, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ich dir das vergelten soll, Hexer. Musst du nicht. Ich freue mich, dass du dich besser fühlst. Oh ja. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Vor allem dank Barnabas Basilius Pflege. Du hast aber auch was durchgemacht. Schön, dass ich der Sache ein Ende machen konnte. Ja. Jahre voller Leid.
Weißt du, was noch schlimmer war als der Hunger? Zuzusehen, wie meine Lieben, meine Kinder alt werden und sterben. Meine Familie ist nun schon lange tot. Mein letzter Verwandter starb vor Jahrzehnten. Ich fürchte, ich kann nirgendwo hin. Dann bleib doch einfach hier. Geh in die Stadt, fang ein neues Leben an. Kann sie natürlich machen, sie kann aber auch gerne hier bleiben. Das hier ist ein großes Anwesen. Bleib doch hier. Wirklich? Ich würde deine Gastfreundschaft nie strapazieren wollen, aber... Aber? Nach all den Jahren des Hungers habe ich einen Traum. Ich möchte endlich leckeres, nahrhaftes Essen kochen, in Gewürzen und Aromen schwelgen und mit anderen am Tisch sitzen und essen. Das sollte kein Problem sein. Du kannst doch Barnabas Basilius in der Küche helfen. Er ist ja nicht gerade ein begnadeter Maître. Nichts würde ich lieber tun. Danke. Ich habe zu danken. Das Haus bedarf weiblicher Aufmerksamkeit. Ich würde dir gerne noch was sagen. Vor langer Zeit hat mein Vater mir eine Mitgift zusammengestellt. Ich habe nie geheiratet. Also ist sie noch da. Mir nützt der Tand nichts mehr. Aber du könntest meine Mitgift vielleicht als Zeichen meiner Dankbarkeit nehmen. Wenn du sie haben willst, musst du nach Trastamara gehen, meine alte Heimat. Du findest sie in einem Fass im Keller. Da stehen viele Fässer. Klopf, bis du das Richtige findest. Das mache ich, danke. Bist du sicher, dass du dich hier draußen nicht einsam fühlst? Weiß ich noch nicht. Du hast mich ja gerade erst von meinem Fluch befreit. Fürs Erste habe ich jedenfalls kein Bedürfnis nach Stadt und Leuten. Als Wicht hast du bei anderen Leuten vorbeigeschaut. Ja, aber doch nachts, wenn sie schliefen. Ich war immer auf der Suche nach Löffeln. Denk dran, dass du es dir jederzeit anders überlegen kannst. Wenn es dir hier reicht, sag Bescheid. Ich würde nie undankbar wirken wollen. Und ich würde nie wollen, dass du gegen deinen Willen hier bist. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand mit so einer Vergangenheit gerne in die Küche will. Befürchtest du, dass ich wieder Wichtsuppe koche? Ich verlasse mich drauf, dass dein Geschmack als Mensch wieder etwas besser ist. Tu das. Ich habe schon als Kind gerne gekocht. Meine Oma war eine wahre Meisterin in der Küche. Ihr Ochse am Spieß war landauf, landab berühmt. Ich dachte, ihr als Adlige hättet eine Dienerschaft gehabt. Du meinst, eine Dame von meinem Rang müsste einen Koch gehabt haben? Stimmt natürlich, ich hatte sogar die besten Köche. Aber ausgedacht habe ich mir die Gerichte. Sie haben sie nur zubereitet. Bis später. Bis dann, Hexer. Und denk dran, hier wartet immer was Warmes zu essen auf dich. Traum. Das Hungerspiel. So, wir kriegen also Mitgift. Kann ich hier vielleicht vom Essen was stibitzen? Kann ich nicht. Eigentlich wäre es cooler tatsächlich, es wäre cooler gewesen, wenn der Tisch hier zu Anfang leer wäre und wenn man sie dann rettet, dass dann genau diese ganzen Sachen hier draufstehen, dass man sich dann denkt, Alter, was hat denn die Dame da hingezaubert? Das mit dem ein weiblicher Touch, oh, das kannst du ja heute gar nicht mehr sagen. Das darfst du ja heute gar nicht mehr sagen. Oh, Gästezimmer sieht es aber, oh. Da will ich ja fast selber schlafen. Schön. Was für ein Anwesen, mein lieber Freund. Gerald, ich guck mal ganz kurz, wie viel Kohle hast du dabei? 8700, da können wir nochmal ganz kurz, auch wenn wir dem Schuhputzjungen so viel gegeben haben, können wir trotzdem nochmal ganz kurz ein bisschen ausbauen. Herr, wir haben eine Weinlieferung erhalten. Vom Belgard-Weingut, vermute ich. Mit besten Grüßen von Madame Mathilda und Monsieur Liam. Die Fässer sind bereits abgeladen und im Keller verstaut. Rechts vom Eingang. Vielen Dank. Ich sehe es mir an, wenn ich Zeit habe. Ausgezeichnet. Mir wurde ausgerichtet, dass wir in 5 Tagen eine weitere Lieferung erhalten. Das ist ja ein Traum.
Ich will das auch. Wie cool. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr... Wie du wünschst, Herr. Ja, ich würde sagen, diesmal das Gelände wieder. Wenn wir schon beim Renovieren sind... Kennen wir ja. Mit allergrößtem Respekt, Herr. Das Weingut ist so perfekt wie nie zuvor. Oh. Weitere Änderungen wären nur ein Schritt in die falsche Richtung. Was? Daher rate ich dir dringend davon ab. Och, aber... okay. Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. Da stimme ich dir zu. Von ganzem Herzen. Noch ein Waffenständer, weitere Rüstungsständer. Wir nehmen einfach alles mit, was wir kriegen können. Ich könnte noch einen Waffenständer gebrauchen. Ich habe einige interessante Stücke, die ich zur Schau stellen möchte. Ich kenne eine Zimmerei in der Stadt, in der sie aus gewöhnlichem Holz die schönsten Meisterwerke schaffen. Gib mir nur Bescheid. Kostet mir schon wieder ein Taui, ne? 500 nur. Okay, 2 zusätzlich. Okay. Gut. Bestelle die Ständer. Natürlich. Sofort. Es wird höchstens einen Tag dauern, bis sie hier sind, schätze ich. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ja, wenn wir schon mal dabei sind. Auf meinen Abenteuern habe ich gut gearbeitete und wunderbar verzierte Rüstungen gesammelt. Einige von ihnen ließen sich hier gut ausstellen. Dem stimme ich zu. Sie würden dem Ganzen hier eine gewisse Hexeratmosphäre verleihen. Soll ich neue Ständer bestellen? Wir haben zwar noch nichts ausgestellt, aber ja. Ja, aber sorge dafür, dass sie stabil gebaut sind und schön verarbeitet. Das versteht sich von selbst, Herr. Nichts ist schlimmer, als eine wunderbare Rüstung auf einem unpassenden Ständer zu sehen. Der Mann kennt sich aus. Morgen um diese Zeit werden sie bereit sein, deine Prunkstücke zur Schau zu stellen. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich glaube, das war's erstmal. Das war fürs Erste alles. Danke, Barnabas Basilius. Wir haben uns den Garten noch gar nicht angeguckt und so, ne? Also erstmal hier natürlich lecker, njam, njam. Alter, großartig. Ich will Bild aufhängen. Wir haben leider noch keine Bilder. Wir können natürlich Rüstung und sowas können wir alles ausstellen. Ehrlich gesagt, diese rote Rüstung, die wir haben, oder die schwarze Rüstung, die könnten wir beide. Ich würde die schwarze Rüstung gerne anziehen. Wo sind denn hier eigentlich Rüstungsständer? Ich sehe hier nichts. Ach, hier hinten. Rüstungsständer. Theoretisch, hier haben wir die Neumondrüstung, die könnten wir ja eigentlich... ja, Neumondrüstung könnten wir aufhängen. Was haben wir hier? Flammenrose ist nicht so wichtig. Aha. Und hier die Tescher-Mutner-Rüstung, die könnten wir theoretisch ausstellen. Aber wir können immer nur den Brustpanzer auswählen, oder was? Neumondrüstung. Ich nehme mal die testweise Neumondrüstung. Ah, Neumondhosen. Neumond-Handschuhe. Und dann Wiebernstiefel. Wo sind denn die Neumond-Stiefel? Haben wir Neumond-Stiefel überhaupt? Offenbar nicht. Keine Neumond-Stiefel. Das ist natürlich ein bisschen erbärmlich hier. Haben wir da unten noch welche? Nein, das sind die guten. Was sind das hier? Toussaint-Herzogwächter, die Tescher-Mutner-Stiefel. Ich würde gerne das ganze Set hier reinballern, aber wir haben leider keine Neumond-Stiefel. Warum haben wir keine Neumond-Stiefel? Ich nehme mal welche, die so ähnlich aussehen. Sieht zwar scheiße aus dann insgesamt. Aber man sieht schon mal, worauf es hinausläuft. Wir können ja denn das Zeug irgendwann wieder mitnehmen und bessere Rüstung ausstellen. Wir können auch hier Waffen, hier zum Beispiel Waffenständer. Was können wir denn da machen? Meisterlich gefertigtes Bärensilberschwert zum Beispiel. Das nutzen wir gar nicht, aber das ist noch gesockelt. Andererseits, ich werde das glaube ich... Ja doch, das muss ich ja entsockeln eigentlich. Wiepern-Giftsilberschwert auswählen. Schnups, das haben wir dann da oben. Und unten könnten wir, ja, diese normalen Schwerter auf gar keinen Fall. Was haben wir denn hier? Melitith Aerondict zum Beispiel können wir dann da unten hinpacken. So, dann haben wir 2 schöne Waffen, die da hängen. Das sieht auch ganz gut aus. Und wir können dann auf Dauer so nach und nach, kann man ja hier. Wir brauchen übrigens noch ein paar Bilder. Wir haben auch noch einen schönen Waffenständer. Ich weiß noch gar nicht, welche Waffe man wohin packt. Melitith können wir mal versuchen... Das ist ein Kiledisch, ein Pferde. Besonders schöne Waffen würde ich da hinmachen. Oder halt Hexerwaffen. Ich weiß es nicht. Der Schamutner will ich behalten. Meltith? Warte mal. Ein Pferde? Meltith. Haben wir 2-mal. Okay. Ich
pack das mal dahin. Einfach nur, damit wir ein paar Waffen da haben. Das sind jetzt nicht die besten Waffen, die wir da haben. Meisterlich gefertigtes Bärensilberschwert. Schleppe ich nochmal mit mir Rim. Ich schleppe es nochmal mit mir Rim. Iris. So, Waffenständer, pipapo. Bild haben wir leider nicht. Da haben wir jetzt ein paar schöne Waffen wenigstens. Und gleich gucken wir uns nochmal draußen um so ein bisschen. Erstmal kurz hier reinschauen. Ah, das ist das Bücherregal. Da können wir alles nochmal lesen. Bild aufhängen. Wir müssen in der Stadt gucken, wo wir Bilder herkriegen. Trophäe aufstellen. Trophäe der Faustkampfmeisterschaft. Da ist sie. So, haben wir jetzt da oben im Regal stehen. Sieht man nicht so sonderlich gut, aber immerhin. Hier gibt es auch noch Trophäen, Trophäen, Trophäen. Da drei Trophäen, da oben haben wir Faustkampf. Ja, wahrscheinlich gibt es eine Gewinntrophäe, aber ganz ehrlich, die haben wir leider nicht, die Gewinntrophäe. So, in unserem Lager, Bärensilberschwert, Pipapo, da haben wir noch so ein bisschen was drin. Vor allen Dingen haben wir auch Nebling-Trophäe und sowas. Ich weiß nicht genau, wann die jetzt irgendwie... Kann man da so eine Trophäe... So eine Trophäe kann man, glaube ich, nicht bei uns im Schlafzimmer ausstellen, oder? Das wäre sehr merkwürdig. Succubus-Trophäe. Und hier haben wir noch Katzenstahlschwert, verbessert, lalala. Kann man alles auch ausstellen, brauchen wir nicht unbedingt auf dem Schemel irgendwo. So. Und ich weiß, normalerweise stellt man nur sehr ausgewählte Sachen her, aus. So eine Neumondrüstung, ganz ehrlich, da verbinde ich nichts mit. Da oben waren wir schon. Insofern, das müssen wir nicht unbedingt machen, aber also... Was mich betrifft, ich würde zum Beispiel eher Sachen ausstellen, die ich lange benutzt habe. Wie zum Beispiel diese Rüstung, die ich hier gerade anhabe. Sowas würde ich dann gerne ausstellen. Aber dann bin ich meistens, wenn ich wechsle, komme ich nicht schnell genug zurück. Du hast mich mit dem Scheiß angesteckt. So, Plötzes Stall würde ich mir gerne mal angucken. So, Plötze ist ganz happy, frisst da drin so ein bisschen Stroh. Wer ist das? Was ist denn da? Da schnarcht ein Arbeiter. Okay, gut. Stall ist ein bisschen ausgebaut. Wir gucken uns nochmal schnell den Garten an. War der hier? Ist das nicht niedlich? Liam und Mathilda sind zusammen. Was für eine Geschichte. Ach cool. Man erzählt es sich überall, dass die beiden zusammen sind. Hoppa. Oh, bist du blind? Du bist gekündigt. Kräuterhändler haben wir da jetzt auch. Und das hier ist unser Kräutergarten. Was? Corvo Bianco Gewächshaus. Willkommen im Corvo Bianco Gewächshaus. Hier findest du alle Kräuter, die du brauchst, um Mutagene zu erzeugen oder deren Farbe zu ändern. Alle Kräuter, die du erntest, wachsen nach einer gewissen Zeit nach. Winterkirsche. Igitt. Ich möchte bitte keine Winterkirsche in der Tasche haben. Winterkirsche ist eine alte Krankheit. Bitte nicht googeln. Bitte nicht googeln. Ich habe das ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Bitte nicht machen. Bäh. Okay, Gewächshaus ist also auch fertig für unsere Mutagen-Transmutation. Ja, willkommen im Garten, wissen wir schon. Und hier offenbar auch. Alles aufgepasst, der Hexenmann kommt. Die können mich wenigstens auf meinem Hof mal ein bisschen freundlicher empfangen. Die müssen nicht immer scheiße sein. Das Buch der Liebe ist lang und öde. Den fetten Wälzer kriegt ja keiner hoch. Diese komischen Gesänge. Der Kräutergarten ist größer als ich dachte, ehrlich gesagt. Ich nehme mal alles mit. Pusteblume kann man auch machen. Schöllkraut, nochmal eine Pusteblume. Ich nehme eben mal alles mit. Kann ja sicherlich nicht schaden. So. Hey, ich bin spitzwegerig. Pass ein bisschen auf. Oh, geh bloß weg, antwortete der Wegerich und robbte mit dem Arsch an der Wand entlang. So. Gut, das haben wir. Alter Mann steht am Fluss. Bitte, nur zu. Du bist ja jung und das Geld. Was? Wovon redet der Mann? So, jedenfalls, das war diese Folge. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns ein bisschen weiter um. Und beenden erstmal das Hungerspiel. Suche im Trastamara-Anwesen nach Marlenes Mitgrift. Das machen wir auf jeden Fall dann auch mal in der nächsten Folge. Und bis dahin. Vielen, vielen Dank. Du bist ja jung und das Geld. Ja, bis dahin. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und gehabt euch wohl. Wolves are sleeping midst the trees.
So